So, ihr Lieben, wir spielen das nächste Spiel von Pigeon Dev Games, nachdem wir Awesome Pie jetzt durchgemogelt hatten. Spielen wir jetzt Bucket Knight. Ich habe keine Ahnung, was Bucket Knight genau ist und was diese Symbolik hier bedeuten soll, aber okay. Ich glaube, das heißt zocken und das heißt irgendwie was looten oder so. Wir gucken mal kurz, was in der Kiste denn drin ist. Okay. Was hieß das andere? Ah, Filter an, Filter aus. Filter aus. Hey, ja gut, okay. Ja, das ist ja recht easy. Okay, gut. So, ich habe ein Level schon gespielt. Entschuldigung. Wir fangen von vorne an. Achso, ich muss ihn bewegen. Hahaha. So, ja, hier Y, X ist wieder die Zurücktaste, da kann man wieder neu starten, das Level. Halt. Cash? Hm. Ausgleich Cash. Hm. Kein Haus, kein Cash. Oder kein Cash, kein Haus. Okay, also mussten wir anscheinend irgendwie den Heiligen Gral finden. Ja. So viel zu der sehr krassen Story von Bucket Knight. Ach, da muss ich drücken. So, dann mache ich das Optionsfeld auf. Hier starte ich neu. Da schieße ich. Habe ich unendlich Munition? Ja, scheinbar ja. Kann ich es aufladen? Nein, okay. Machen wir uns nichts vor, das hier wird... Ah, Doppelsprung ist auch wieder mit dabei, okay. Also es ist relativ vertraut, ne? Aber die Optik gefällt mir sehr gut. So Game Boy Color mäßig schon. Ding, 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 ding. Komm ich irgendwo hoch? Eher nicht. Tröd. Okay. Level 1 war noch relativ easy. Machen wir uns nichts vor. Oh. Ups, Entschuldigung. Nochmal rein. So. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Vermute ich zumindest. Da sind schon wieder Stacheln an der Decke und im Boden, aber da kann ich... Ah, okay, ich habe 5 Herzen. Okay, das ist natürlich anders. Ist halt nicht das gleiche Spiel, ne? Oh, das ist ja fies da mit dem... Hier, mit dem Ding hier. Habe ich gar nicht gemerkt. Bin ich zu dumm für. Wir brauchen viele Münzen, vermute ich. Gut, den brauchen wir eh nicht. Wow, der schießt zurück, der Bro. Und zwar sehr... Ha! Berechenbar. Da ist nochmal ein bisschen Obst. Ja, okay. Und langsam geht unser Health zur Neige. Ah, er kann nicht weiter schießen als so. Ich... Wow, er hat eine Schrotflinte. Okay. Ja, der Typ mit der Schrotflinte, der hat es schon in sich gehabt. Also auch nochmal so ein Schrotflinten-Heilig. Abknallen, abknallen! Aber das ich glaube, dem geht man besser aus dem Weg, den Leuten. Da ist ein Schlüssel. Schlüssel braucht man immer. Deine Silberlinge gehören mir. Treffe ich den dann überhaupt, wenn ich aus dem Bild bin? Ja, gut. Ah, der hat's mich dann doch erwischt. Mal was futtern. Oh, eine Kirsche. Eine Kirsche ist bestimmt besser als ein Apfel, oder? Oh, der hat... Was? Der hat doch gar nicht gesehen, dass ich da war.
Aua! Das Abknallen ist das Schwierige bei den Dingern hier. Aha. Wow. Der ist auch eine Marke für sich hier oben, ne? Oh, von beiden Seiten ist aber unfair. Muss erst eher dran glauben. So, jetzt er. Okay, ja, viel Glück habe ich jetzt hier nicht mehr. So viel steht schon mal fest. Das ist ein krasser Diamant. Den nehmen wir mal mit. Ja, also ich habe jetzt noch ein halbes Herz. Ich glaube nicht, dass ich... Ah, oh, da ist das Level zu Ende. Wie komme ich denn da hin? Ich habe doch den Schlüssel. I got a key, bitch. Achso, deswegen ist es wahrscheinlich hier unten offen überhaupt. Level vollbracht. Ups. Ich muss immer noch rausfinden, welcher Knopf wofür ist hier. Ah, da sind doch vertraute Dinger hier. Hm. Das kennen wir doch noch, oder, Freunde? Das riecht schon ein bisschen nach Awesome P2. Was, oh, was aber ein Problem darstellt, ist einfach die sehr geringe zweite Sprungkraft. Ja, beim besten Willen. Oh, jetzt habe ich ausgesehen. Komm da nicht rauf. Er hat nicht so viel Power wie die Erbse. Ihm fehlt es an Erbsenpower. Er hat keine Erbsenproteine. Oh, und man sieht schon, es bildet sich wieder ein vertrautes Muster hier. Sven verreckt. Oh. Ah, okay, das ist. Kann ich mal irgendwas anderes machen? Nee. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht. Was habe ich denn da? Oh, ich kann Sachen kaufen. Hier, Galaschkolov. Okay, ja, das ist nice. Okay, das ist cool. Okay, dann mal los. Und schon wieder vorbei. Und nochmal vorbei. Ach. Upsa. Da dann den Rhythmus drin finden. Ich habe mir ja schon gedacht, dass das wieder schwerer wird. Das Problem ist jetzt wirklich, dass ich halt eben noch Awesome P2 durchgespielt habe und jetzt halt auch noch extrem mit diesem Sprungverhalten davon vertraut bin und mich jetzt erstmal so ein bisschen umgewöhnen muss hier, dass der auch nicht so ganz so hoch springt wie die Erbse. Gar nicht so einfach alles. Gar nicht so einfach, Freunde. Sehr schön. Geschafft, 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 geschafft. Es ist... Ah, wieder falschen Knopf gedrückt hier, oder was? Doch wieder kräftig irgendwelchen Gerätschaften auf geschissen und geschockt. Kann ich auch in die andere Richtung springen? Ja, aber es bringt mir nichts. The fuck? Werde ich hier getroffen? Nein.
Das ist echt nicht einfach. Wenigstens kann man sich hier die Hindernisse noch etwas wegballern. Nein! Ah, viel zu. Boah, hab ich alles abbekommen. Na ja, toll. Nicht eine Münze konnte ich davon behalten. Oh, ich habe das Ende des Levels entdeckt. Will ich da schon rein? Ich weiß ja nicht. Da hinten war doch noch viel mehr, oder? Ich brauche ja auch die Knete. Wow, das war eine dumme Idee. Okay. Gucken wir erstmal, dass wir... Oh. Wie viel bringt das denn? Das bringt schon ein bisschen was. Okay. In dem Level ist die Schwierigkeit nicht das Problem, sondern die persönliche Gier. Fick dich. Ach, leck mich doch. So, guck mal. Ja, den habe ich voll kassiert. Schaffe ich auch nicht. Das schaffe ich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier sind auch die restlichen Münzen noch, die runtergefallen waren. Und vorsichtig. Nein, warum hat er denn den Sprung nicht genommen? Ach Mensch. Wie ärgerlich. Diamonds. Peng, 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 peng. Klar. Ich glaube, wenn er oben schießt, ist klüger, ne? Ja. Boah, sich nicht ablenken zu lassen, ist nicht leicht. Boah. Auch hier ist oben besser. Nein, den... Boah. Aber eigentlich dürfte da jetzt nichts mehr sein. Ich pass gerade tierisch auf, dass ich hier nicht wieder... Oh nein. Lass nochmal hier hin. Dass ich keine Fehleingabe nochmal habe. Weil jetzt habe ich das Level eigentlich ganz gut geräumt. Das ist echt ärgerlich, dass ich die Münzen nicht haben kann. Oder einen Großteil der Münzen nicht bekomme. So, haben wir doch viel schöner gelöst, das Level. Viel schöner. Na, jedes Mal das Gleiche. Gar nicht so easy.
Ah, nicht aufgepasst. Oh! Das sorgt schon ein bisschen für Schwierigkeiten hier. Ja, der hat eine Bombe da oben. Ein Tully-Goblin. Ach ne, mit den Taliban ist jetzt ja Frieden. Ist jetzt alles wieder vergessen und vergeben, weil die sind ja jetzt plötzlich cool. Oh, das ist ein Selbstmord-Bomb. Boah, das ist ein Selbstmord-Goblin. Die sind aber tricky, die Freunde. Wo? Was geht denn da ab? Leute. Ah ja, klar. Haha, eins. Oh. Maheins. Alles mir. Hier kann man... Hier ist eine unsichtbare Wand. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Ich will da noch mal rauf nach Möglichkeit. Da war die unsichtbare Wand schon wieder. Und da bin ich wieder unten. Oho, was haben wir denn da gefunden? Die stehen jetzt aber sehr ungünstig da. Oh! Gemein! Gab das einen Headshot? Was geht hier unten eigentlich ab, Leute? Nix weiter. Okay, cool. Cool, cool, cool. Okay, ja, so langsam, auch wenn ich mich immer noch umgewöhnen muss, weil sie wirklich so frech waren, die kleinen Schlingel, und diese Sprungphysik etwas umgeändert haben, im Gegensatz zu Austin Pi. Oder Pi, Entschuldigung. Und, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, aber ich mag das Spiel. Ist eine interessante andere Mechanik, gerade diese Passage hier gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ja, die ja vielleicht gar nicht so, wie ich sie mache, auch nötig wäre. Aber, also mir gefällt das Spiel, muss ich sagen. Also ich habe da Freude dran. Und wisst ihr was, das ist für mich schon fast die Hauptsache. Denn wenn ich daran Freude habe, werdet ihr das automatisch auch haben, weil ihr meine Art und Weise zu spielen zu schätzen wisst. Oh, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst, Leute. Ja, von der Schrotflinte habe ich jetzt aber ordentlich einen wegbekommen, ne? Schaffe ich nicht mehr. Machen wir uns nichts vor. Das schaffe ich nicht mehr. Darf ich eigentlich alles behalten, was ich hier einsammle, oder ist das weg? Ich habe gar nicht aufgepasst. Hier hängt man wieder so ein bisschen. Da ist die unsichtbare Wand gewesen. Habt ihr gesehen? Na egal, jetzt ist es auch nicht mehr wichtig. Jetzt habe ich da oben alles abgeballert. Wow, hätte es mich da fast erwischt. Kann ich runterspringen so? Nein, okay. Okay, schade. Ach, kackt. Also easy ist auch das nicht. Vor allem nicht, wenn man es halt so wie ich jetzt hier jetzt mal mit ordentlich... Ah, ich darf mein Geld nicht behalten. So viel dazu. Ordentlich abknallen hier auch abschließen will. Oh. Scheiße.
Moment nicht aufgepasst und schon hat die Fledermaus mir hier Leben abgezogen, das ich gleich noch bitter nötig haben werde. Was ist eigentlich mit dem hier? Oder der andere? War das der andere, der hier oben explodiert? Komm mal her, wo bist du? Ah, jetzt explodiert er natürlich nicht. Oh nein, blöde Kackfledermaus. Nicht aufgepasst hier. Muss ich rumexperimentieren? Hab nicht aufgepasst, ich Dödel. Aha. Oh. Ja, geht auch anders. Haben. Oh. Gut, ja gut, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Ich denke, es ist ein sehr adäquater Ersatz für Awesome Pete 2. Wer daran schon Bock hatte, wird hieran ebenfalls seine Freude haben. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.